Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Odyssey. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Wir haben, ja, Odyssey, quasi die weibliche Odyssey, haben wir jetzt rekrutiert in der letzten Folge, dass sie auf unser Schiff kommt. Es ist natürlich super, wenn wir das so nebenbei alles machen können. Mit dem Typen könnten wir noch sprechen. Ach so, Moment, das ist ein Stufe 8 Level. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, dass wir das dann, ich glaube, das ist nicht unser Pferd, aber das nehmen wir jetzt mal. Ella. Ich würde sagen, dass wir zu den Typen dann noch mal rüber reiten. Oh, Entschuldigung. Wo kommen die jetzt her? Ich glaube, die fänden das jetzt nicht so toll, wenn ich da wäre, oder? Ich meine, ich habe keinen von denen angegriffen. Wir hören uns einfach mal an, was der zu sagen hat. Guten Tag. Kann ich dir heute mit irgendwas behilflich sein, Heiler? Heute Morgen habe ich wieder drei Patienten verloren. Eine Familie. Sie gerieten zwischen Athener und Spartaner. Dieser Krieg muss aufhören. Ich bin sicher, dass bald Frieden herrschen wird. Es wird kein Ende nehmen, wenn niemand etwas unternimmt. Es muss eine Möglichkeit geben, sie von hier zu vertreiben. Nimm ihnen Waffen und Nahrung weg. Vielleicht sogar die Schiffe. Ich bezahle dich. Ich soll die spartanischen Schiffe versenken. Ich will kein Schiff mehr am Horizont erblicken. Gut, ich bin dabei. Oh, ich danke dir dafür. Ich muss dann mal los. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber ich muss los. Nee, das ist mein Bild. Wo soll ich denn jetzt die Schiffe versenken? Das wird mir nicht angezeigt. Ja. Da hinten sind, glaube ich, gar keine Schiffe, oder? Ich schau mal eben nach. Da ist ein Schiff, aber keins von denen. Und da hinten ist ja alles Gebirgsland. Aber ich habe es heute wirklich nicht mal mit der Stimme. Also ich kann es anvisieren, aber es scheint nicht von der Quest zu sein. Ja, wenn er mir dann mal sagen würde, welche Schiffe ich versenken soll, ne? Also wohin ich denn gehen soll, dann wäre das irgendwie einfacher. Hier ist gar nichts. Das bringt mich jetzt nicht so wirklich weiter, ne? Was ist denn mit denen hier? Sollte ich die vielleicht vorher mal vernichten? Ich meine, da sind auch noch ein paar drin. Also, ja, keine Ahnung. Ich würde normalerweise jetzt sagen, dass wir finde den gestohlenen Proviant. Wird in einer Höhle südwestlich des Grabs von Tereus gesammelt. Wenn ich das jetzt verfolge, wo ist dann dieses Grab? Ich habe keine Ahnung. Moment, das geht in die Richtung, also dahinter. Du mich auch. Schätzelein, was machst du da hinten? Guck mal, es wäre einfacher, wenn du zu mir reitest. Es wäre auch besser, wenn du dahin reitest, wo ich dich rufe. Hab ich mich jetzt erschreckt? Ich dachte gerade, der will mit mir kämpfen. Okay. Also bei denen kann ich jetzt so vorbeireiten. Die haben im Moment noch keinen Twist auf mich irgendwie. Das ist gut. Muss jetzt trotzdem bei euch durch. Ja, genau. Wir werden siegen. Immer schön dran glauben. Lass mich mal durch hier.
Jungs, seid nicht solche Memmen. Komm schon. Ach, da ist schon wieder so ein Wolf. Das Ziel befindet sich in der Nähe. Moment. Moment. Grab das? Ach, deswegen. Von der Quest. Ja. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber... ich war mir nicht sicher. Weil die hat ja vorhin gesagt, hier macht einer Essen. Sind sie? Ach so, habe ich mich jetzt erschreckt. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte, geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte. Nein, bitte. Du verstehst nicht. Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte. Lass es mich erklären. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte, ich sag dir alles, was du wissen willst. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, habt Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Erklärt euch! Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein. Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan. Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Geht zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Schnell. Ich nehme auch was mit. Ach, geht mir einfach aus dem Weg, Mann. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Hör, auf geht's! Ah, in der Richtung war aber auch irgendwo der Wolf, meine ich. Aua. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen Hungernder aus Megara. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes.
Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig, das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, habe ich einen Auftrag für dich. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Ja, muss ich wohl, ne? Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine Belohnung? Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Manchmal schickt man ohnehin besser eine Frau. Ich erinnere mich noch an meine. Da hat er recht. Sie hat recht. So, damit wären wir auch endlich auf Level 9 angekommen. Ich halte mich da raus. Macht das mal unter euch aus. Wo habe ich denn jetzt einen Söldner entdeckt? So, macht das mal unter euch aus. Ich gucke jetzt mal einfach wegen der neuen Quest. Verschwundene Karte. Er musste ja seine Aufträge durchführen, die oft mit Mord und Totschlag endeten. Manche sagten, er schloss die Augen. Manche sagten, das ist auf jeden Fall nicht der, über den wir jetzt eben gesprochen haben. Aber der ist Level 39. Leck mich am Arsch. Der Söldner Hyrkanos. Ah ja, genau, von dem haben wir eben gesprochen. Okay, der ist Stufe 9. Also den müssten wir eigentlich... eigentlich gut fassen. Moment. X. So, was heißt das? Geringer Schaden durch Fernangriffe. Höherer Schaden durch Feuer. Okay. Das gleicht sich wahrscheinlich aus, weil ich kann ja nur im Fernangriff mit Feuer angreifen. Okay. Den kann ich verfolgen. Den soll ich ja auch verfolgen, letztendlich. So. Ach, das heißt, der wird mir dann angezeigt auf der Karte. Ah, okay. Weil, so wie ich das verstanden habe, den soll... Oh, der ist geschwächt. Wieso ist der geschwächt? Ne, Moment. Megaris ist geschwächt. Das ist eine Söldnerin. Die Tochter eines Stadtmanns. Sie bekam alles, was sie sich wünschte. Ihr guter Start ins Leben machte sie zu einer gewieften Söldnerin. Okay. Ja. Ich soll ihn ja zur Strecke bringen, ne? Haben die ja jetzt gesagt. Finde ich ein bisschen doof. Weil ich will ja gar nicht für die arbeiten. Ich könnte auch erstmal die verschwundene Karte machen. Beziehungsweise die Athener Kriegskasse, da habe ich ja schon angefangen. Finde und stehle den Staatsschatz der Athener. Ne, Moment, da habe ich noch gar nicht mit angefangen. Ne? Ich würde sagen, ich verfolge jetzt erstmal eine der Quests. So, die können sich da hinten in Ruhe prügeln, das ist mir egal. Ist ja nicht mein Problem. Ich gehe dann erstmal zu der anderen Quest. Und... Ich kann nicht langsamer, Junge. Tut mir leid. Ich glaube, ich bin jetzt gerade... Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Du bist auch ein Söldner, aha. Ist aber... Ja,
Entweder war das die Söldnerin oder das war der, der ganz groß ist, da 32 oder so. Oder 38. Da hinten ist erstmal die andere Quest. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal hier. Ja, lauf mir direkt vors Pferd. Bist du ein dämlicher Vollidiot, ehrlich. Guten Tag. Komm erst zurück, wenn du die Tafel hast. Ja, Polemarch. Was verloren? Nicht verloren. Gestohlen. Stentor schickt mich. Er sagte, ihr hättet Probleme mit Spionen. Mir wäre ein Athena-Spion lieber als ein spartanischer Verräter, aber er muss gefunden werden. Er hat eine Tafel mit wichtigen Informationen gestohlen. Wo ist dein Spion? Ist er noch im Lager? Die Frage sollst du beantworten. Ich denke nicht, dass er noch hier ist, aber er kann nicht weit sein, denn er wurde beim Überrumpeln der Wache verletzt. Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten. Er könnte ein Betrüger sein. Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen. Und in Megaris gibt es mehr Söldner, als eine Ziege Flöhe hat. Und welcher Spartiat würde Sparta verraten? Ich finde ihn und die Tafel. In welche Richtung ist er gelaufen? Die Männer sahen ihn zum Hügel rennen. Dort wird eine Verfolgung schwieriger. Kannst du mir sonst noch etwas erzählen? Das Gebiet wird heftig umkämpft, aber Sparta gewinnt. Wir drängen die Athener zurück. Wegen des Krieges sind die Wälder und Berge allerdings zu Verstecken für Banditen und Söldner verkommen. Ich meinte eher über den Aufenthaltsort des Spions. Er ist verletzt und oben im Wald gibt es eine Quelle. An seiner Stelle würde ich dorthin fliehen. Okay. Ich bin bald zurück mit der Tafel. Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich. Und er hat sicher nicht allein gehandelt. Keine Sorge, ich kann es mit deinem Spion aufnehmen. Chere. Ja, ich muss aber erstmal wissen, Moment, welche Berge? Nimm dem Dieb die Tafel ab, das dürfte dann hier sein. Ah, es ist natürlich wirklich, es ist gerade so grenzwertiges Kriegsgebiet. Es ist natürlich nicht einfach. Das ist auch in die andere Richtung. So Leute, geht mir mal bitte aus dem Weg hier. Komm schon. Weiß, du bist kein Gebirgsross. Da war doch noch was. Nee, ist nur zu verstecken. Ella. Das ist der Dieb. Welche von beiden? Sind das nur zwei? Ach so, okay. Der Dieb ist der, der gefesselt ist. Okay. Los. Ja, aber wir müssen... Oh, hallo! Kannst du nicht einfach nach rechts gehen, wenn ich dich nach rechts drehe? Wir müssen aber vorsichtig sein. Denn so wirst du uns nur aufhalten. Andererseits bleiben dann mehr Drachmen für den Rest von uns. Warte! Bitte! Wir müssen das nicht tun! Tut mir leid, aber es gibt kein Bier mehr. Du hast ihn gefunden! Bereit zu sterben? Sieg!
Das nimmt das jetzt nicht an. Wo ist der andere? Mein Dank ist dir gewiss. Was? Was willst du? Wer bist du? Ich bin diejenige, die die Tafel zurückbringen wird, die du gestohlen hast. Gib sie mir. Ich werde nicht ohne die Tafel gehen. In diesem Krieg gibt es keine Gewinner. Aber es gibt Chancen. Vielleicht könnten wir uns einigen. Wie könnten wir uns einig werden? Hier, nimm die Tafel. Und dies. Für deine Mühen. Niemand weiß, wer ich bin. Es muss keine weiteren Toten geben. Geh. Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen. Ich bringe dem Befehlshaber die Tafel zurück. Ja. Das solltest du auch tun. Ich guck nur gerade, aber hier ist nichts mehr zu nehmen. Nee, ich wollte es eigentlich verfolgen, aber ist in Ordnung. Ich habe immer so ein leichtes Anzeigeproblem da unten. Darum, okay. Oha. Hier ist ein verfolgtes Ziel. Hä? Das ist ein Weg. Hast du den Schuldigen ausfindig gemacht? Er wird dir keine Probleme mehr machen. Es war kein leichter Kampf. Aber ich besiegte ihn. Und er hat seine Taten mit seinem Blut bezahlt. Ja. Aber hast du die Tafel? Oh, ja, natürlich. Gut. Okay, das war ein sehr kurzes Gespräch. Gut, okay. Ich würde sagen, dass wir dann als nächstes diese Quest hier verfolgen. Die ist zu meiner Rechten. Da werde ich jetzt auf jeden Fall auch schon... Nein. Hallo? Nein. Ich wollte keinen Tag machen. Es ist doch schon Tag. Ich wollte eigentlich mein Pferd rufen, aber ich bin... Oh, nee, ich will auch keine Nacht machen. Leute! Ich wollte gerade was sagen. Da könnt ihr doch nicht einfach vom Tag zur Nacht wechseln hier. So, was ich eigentlich jetzt versucht habe zu sagen. Nix Vorsicht, das ist mein Pferd. Geh weg da. Ich werde jetzt dorthin reiten, wo die nächste Quest ist. Ich darf mich hier nicht. Los! Sehnst du dich nach dem Tod? Okay, wieso? Ich denke, hier ist meine Quest. Danach habe ich gesucht. Haben wir das? Ach, das... Ach so, okay. Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt hier erstmal eine Pause machen muss. Der Typ hat mich ja jetzt freundlicherweise verwarnt, dass die mich alle killen werden, sobald ich hier reingehe.
Und das werde ich dann auch beim nächsten Mal tun. Also nicht mich killen lassen, sondern die alle, alle nach und nach metzeln. Nein, ich wollte eigentlich die Ansicht wechseln. So. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.